Moin Rostock, was geht? Ihr hört richtig, live aus dem Lore-Studio, die Sendung Stell mal vor. Ich bin Konrad und lade mir jeden Monat einen anderen Gast ein und quatsche mit ihm über Musik und ihn selbst. Lasst euch einfach überraschen. Dann gebe ich mal ab an, ja, mich selbst. Hallihallo, Hallöchen an diesem wunderschönen Tag. Wir haben heute den 24. Oktober 2020 und wir sind wieder hier zur Sendung. Stell mal vor, wir haben es eben im kleinen Intro gehört, Konrad bei Loro und heute zu Gast die Buftis, Valentina und Ludwig. Ja, hi. Ja, schön, hallo, dass ihr da seid. Das erste Mal mit Doppelbesetzung. Ich bin ganz gespannt. Drei Leute im Studio. Ich glaube, das wird sehr cool. Wir haben eine Stunde Zeit, weil nach uns es auch direkt weitergeht. Also wir hasseln jetzt richtig durch. Nein, wir machen ganz entspannt. Aber ich sag's an dieser Stelle schon einmal für unsere Zuhörer draußen, falls ihr jetzt keine Zeit habt und es gerne nachhören möchtet, ist kein Problem. Ab morgen gibt's das auf Spotify, auf YouTube und natürlich auch in unserer tollen Loro-Mediathek. Und wenn's Fragen gibt, Feedback oder irgendwas Tolles, schreibt mir einfach auf Instagram oder auf Twitter. Entweder bei Stell mal vor oder bei Loro, wie ihr möchtet. Aber bei Stell mal vor wäre natürlich cooler. Und ja, wir haben es schon gesagt, heute ist alles anders. Wir haben zwei Gäste und ich habe auch das ganze Programm ein bisschen umbasteln müssen, weil ja gut, wir haben zwei Gäste, aber leider nicht doppelt so viel Zeit. Deswegen sind ein paar Sachen gestrichen. Und wir fangen auch gleich ganz anders an. Denn normalerweise, ja, ganz kurz, du darfst gleich. Ja. Der erste Song kommt eigentlich immer von mir, aber heute nicht. Der erste Song kommt heute von dir. Ganz genau, ja. Und du kannst auch mal sagen, was das für einer ist, Ludwig. Ja, das ist Seven Nation Army von den White Stripes. Ganz genau, ist ein sehr... Ein Song, der schon seit meiner Kindheit sehr mich sehr geprägt hat, sag ich mal. Gibt's dazu irgendeine Story oder einfach nur so halt Kindheitssong? Ja, dazu gibt's eine sehr lustige Geschichte tatsächlich. Okay, meine Schwester und ich, wir haben früher uns so Federballschläger genommen und dann immer so getan, als wären das Gitarren. Okay. Und dazu haben wir dann immer in unserem Wohnzimmer sind wir dazu dann immer abgegangen, haben abgerockt und da war unter anderem Seven Nation Army mit dabei. Ich habe das tatsächlich auch ein Äquivalent zu, weil ich hatte nicht mit Federballschlägern, sondern mit so einem Teppichklopfer. Wer kennt den Teppichklopfer? Ja. Und bei mir war es dann aber nicht Seven Nation Army, sondern Robbie Williams. Und dann hatte ich auch immer so eine ganz komische Sonnenbrille und hatte ich irgendwie auch, das wurde mir auch immer nur erzählt, weil es schon sehr, sehr lange her ist. Ja. Aber ich hatte auch immer so gesagt, oh, ich muss meine coole Jeans anziehen. Und habe ich immer eine extra Hose angezogen, mich irgendwie so gestylt wie Robbie Williams und dann habe ich dann da im Wohnzimmer auch immer auf der richtig Vorbereitung. Auf dem Teppichklopfer. Ja. Ich glaube, das kennt jeder. Diese Sessions zu Hause allein. Ja, ein Traum. Ich merke schon, das klappt ganz großartig mit euch beiden. Wir fangen dann aber jetzt auch an mit dem ersten Song und zwar Seven Nation Army von The White Stripes. Ich glaube, das Intro ist legendär. Ich glaube, jeder Bassist kann das nach 5 Sekunden schon spielen. Ist ja auch keine Kunst, aber sehr schön, sehr nice. Und damit fangen wir jetzt an. Ihr hört Stell mal vor, heute mit Konrad und natürlich Valentina und Ludwig. Wir hören uns gleich wieder. Through my mind behind a cigarette.
direkt mit einem Hit gestartet hier. Seven Nation Army von The White Stripes hier bei Stemmerk vor mit Konrad und Valentina und Ludwig heute. Hallöchen. Schön, Hallo. Dass ihr da seid. Moin, ich habe mir gerade einmal vor meinem inneren Auge vorgestellt, wie du auf einem Schläger da zur Luftgitarre spielst. Ey, ohne Scheiß, wenn man das so 5 Jahre seiner Kindheit macht, dann kann man das irgendwann. Das Luftgitarre sieht dann auch spielen. Gut, ja. Das sieht dann auch gut es gibt aus. Auch so richtig Weltmeisterschaften, glaube ich, ne? Mit Luftgitarre und ja, so. Ich glaube sogar, gehört. Das gibt's. Unser Schulleiter hat mal auf dem Abiball so eine aufblasbare Gitarre, die man so von Weihnachtsmärkten oder so kennt oder so von wo so ein Bierlogo drauf gedruckt ist, so Becks oder so. Okay. Der hat auf dem Ding mal gespielt, auf dem Abiball. Das war auch ganz. Und hat ganz er lustig. Davor auch schon ein, zwei Becks drin oder ging es auch ohne? Ich glaube, dass er gar nicht so viel dafür benötigt hat tatsächlich. Und dann zur AC/DC dann sogar. Das war sehr lustig. Ja, großartig. Ja. Sehr schön. Wir fangen jetzt an mit dem Vorstellungsgespräch hier. Einmal ganz kurz, um zu checken, wer seid ihr überhaupt. Ja. Ich glaube, mittlerweile hat man euch wahrscheinlich bei Loro doch schon ein oder andere Mal gehört, ne? Ja. Nehme ich an. Ja. Aber trotzdem nochmal ganz kurz. Ich weiß gar nicht, mit wem wir anfangen, aber eigentlich geht es immer erstmal so darum, warum seid ihr jetzt hier? Und ich habe gedacht, es ist, glaube ich, ganz cool, mal die Buffis einzuladen und auch mal so ein bisschen darüber zu sprechen, wie es so die letzten 2 Monate für uns war. Ja, das ist eigentlich schon ganz einfach. Ich glaube, wir fangen mit dem Rückblick auch mal an. Ja. Mit hier meinst du jetzt direkt hier in der Sendung oder generell hier auf uns Buffis bezogen, warum wir jetzt beim Radio sind? Schon, warum wir bei dir in der Sendung ja, sind? Ja, genau. So, ne? Also ich hatte ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kumpel von mir hier habe, dann warum jetzt eher so? Ja. Und dann ist es meistens, keine Ahnung, weil wir uns in der Grundschule mal irgendwie so, das ist eigentlich so der Background. Okay, bei euch ist halt jetzt so, ich kenne euch ja eigentlich, also wenn man mal zurückguckt, vor 2 Monaten wusste so ich ja noch nicht mal, dass es euch schon überhaupt abgefahren. Gibt. Ja. Das stimmt. Das ist irgendwie verrückt, ne? Und jetzt hängt man hier dann doch so viel rum schon miteinander. Habt ihr dann in den letzten 2 Monaten, wenn ihr mal so zurückguckt, also knapp 2 Monate, gibt es ein Highlight hier bei Loro, wo ihr denkt, oh, das war es echt bisher das Geilste? Puh, also, oh, ey, das ist eine gute Frage. Ich würde halt mal sagen, erstens ist die Zeit so schnell verflogen hier und wir haben so viel schon erlebt, was rauszupicken. Ja, ich glaube, der erste Home Run für mich, wo ich wusste, alle hören zu, alle zu Hause haben mir geschrieben, bla bla. Ich glaube, das war schon sehr, sehr aufregend. Oder halt so ein, ja, ich weiß nicht. Ist halt auch der, ich meine, das ist ja auch der Grund, glaube ich, für viele dann, die hierher kommen, das möchte man ja machen, ne? Ja, genau. Das ist ja sozusagen das Highlight auch so des Ablaufs hier. Es geht ja, glaube ich, den meisten so, dass es halt das Live-Senden macht auch am meisten Spaß. Das stimmt. Und dann, wenn es das erste Mal ist, dann ist man wahrscheinlich noch besonders aufgeregt. Das kann ich sogar gleich mal einflechten an dieser Stelle. Ich hatte mich vorhin auf Instagram so eine Frage uns stellen lassen. Ja. Und ich habe gedacht, vielleicht ist ja irgendjemand, der... Waren da welche tatsächlich, ey, ja. Krass, cool. Und jemand hat gefragt, ob wir bei unserem ersten Mal hier sehr, sehr, sehr aufgeregt waren. Nehme ich mal an, oder? Ey, also Ladies First. Ja. Ja, also ich war sehr aufgeregt, aber es ist halt, sobald man dann alleine hier steht und mal ein bisschen reinkommt, ein bisschen warm wird, dann geht das auch. Aber, oh ja, ich glaube, man hat es mir auch sicher angekannt. Also so, ich wollte es mir nicht ankennen lassen, aber ja. Also ich muss sagen, dass ich, wir hatten ja so Moderationstraining für 2 Wochen und so cool das war mit Aldo, ne, ist ja ein super entspannter Kerl so. Aber ich finde, wenn man alleine ist, ist man, also ich war trotzdem extrem aufgeregt, sodass ich irgendwas falsch mache. Ja. Aber dieses halt alleine sein und damit selber klarkommen müssen, das beruhigt einen irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise ganz schnell selber. So, dass man irgendwie sagt, okay, du musst es halt jetzt alleine machen, so viel kannst du jetzt nicht, so kriegst halt von keinem Hilfe jetzt. Das hat mich so ein bisschen beruhigt tatsächlich. Aber ich war auch extrem aufgeregt, also auf jeden Fall. Und ist euch, also habt ihr im Kopf oder im Hinterkopf, ist euch bewusst, das ist bei mir nämlich gar nicht so, wenn ich jetzt hier sitze, dass es halt theoretisch jeder gerade zuhören kann. Also, dass man doch potenziell ein großes Publikum hat. Ist euch das bewusst oder blendet ihr das aus? Also, ich würde sagen, ich blende das auch irgendwann aus. So am Anfang, also mir fällt das besonders auf, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich mich verspreche oder so, dann bin ich so, fuck ey, das haben jetzt hammer viele Leute gehört. So. Aber sonst, wenn du Mucke spielst und hier stehst und die Mucke wahrscheinlich auch feierst und irgendwie mitsingst oder so, dann verdrängt man das ganz schnell, finde ich. Also so ist bei mir. Ja, und vor allem das erste Mal, wenn du genau weißt, hey, der hört zu, dem habe ich Bescheid gesagt, dann schon. Aber ansonsten, man redet halt mit einem Mikro und... Man hat halt keinen Plan, dass da jemand im Auto sitzt oder in der Früh aufsteht und halt irgendwie das Radio anmacht und du da redest. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, also wenn ich mal so zurückdenke, das erste Mal, wo ich jetzt hier saß und gesprochen habe, also bei jetzt
der hier letztes, jetzt Montag vor knapp einer Woche, war ja mein erster Weckruf. Ja. Und ich war da auch erstaunlich entspannt irgendwie, aber es lag auch wirklich daran, weil ich natürlich jetzt durch diese Sendung hier das schon so kenne, auch ich weiß, wenn ich jetzt den Knopf drücke, passiert genau das. Also ich musste mich auch hier nicht mehr so großartig einspielen. Aber das allererste Mal, dass ich hier gesprochen habe, war ja bei diesem Fahrscheinkurs, den ich gemacht habe. Das war ja 2019 im Mai. Und da macht man ja so ein Programm und so, lernt ja alles kennen, ja. Macht dann einen Beitrag und dann gibt es auch einen Typen von den Leuten, der das moderieren darf dann sozusagen. Und da war ich das dann, durfte ich das machen. Und da war das halt das allererste Mal. Und da standen ja auch irgendwie die ganzen Leute rum und so und Aldo war auch mit da. Und da war ich auch echt krass aufgeregt. Mit anderen Leuten ist es wirklich, wirklich schlimmer, sage ich mal. Also als wir hier alle im Studio standen und mit Steffen, glaube ich, war das. Da war ich voll aufgeregt, so als wir irgendwie Nachrichten vorlesen mussten und hier standen alle rum, auch voll dumm so, ne, weil die, also letztendlich waren wir alle auf dem gleichen Stand so, also relativ auf dem gleichen Stand so, ne, da braucht man ja keinen Schiss haben irgendwie, dass man da jetzt irgendwie was falsch macht, so, ist voll normal. Aber bei mehr Leuten bin ich auch auf jeden Fall immer aufgeregter. Ich bin auch, ich glaube auch, dass ich heute, also ich bin jetzt nicht aufgeregt, aber ich würde sagen, dass ich am Montag entspannter war als jetzt. Aber ich glaube, es liegt auch immer daran, wie du gesagt hast. Wenn man hier alleine ist, und es ist auch früh, man ist noch so ein bisschen lethargisch noch, man denkt auch, ich würde auch gerne noch im Bett liegen. Ja. Und dann kommst du hier an entspannt. Man hat ja auch einen strammen Plan, so man weiß genau, was kommt. Wenn man jetzt hier so im Interview ist, ist jetzt ja nicht alles, ist es ja nicht geskriptet hier. Ja. Ich finde den Weckruf extrem, wie nennt man das? Extrem unterhaltsam, weil und vor allem auch irgendwie, ja, angenehm, weil es alles so extrem durchgeplant ist, weil du so voll deine Zeiten hast, wann du was sagen musst und du hast so voll deinen Ablaufplan so. Das ist ein total befriedigendes Gefühl, wenn du irgendwie so einen Haken hinter die Beiträge machen kannst, die du gespielt hast. Ja. Finde ich extrem, extrem cool. So. Ja, man sieht auch, was man geschafft hat. So, ja, ne? Auf jeden Fall. Ja, und du hast ja auch... Es sind ja auch andere Leute, die dann reden. So ein Beitrag von Willi, ein Beitrag von euch so. Und dann redet man halt auch nicht die ganze Zeit und man kann mal so ein bisschen sich zurücklehnen und 90,2 mal zwischendurch mal reinspielen. So schwer ist Radio machen eigentlich. Ja, das stimmt. Gutes Resümee gerade des Ganzen. Ja, sehr schön. Gut, ich glaube, ich muss mal ganz kurz auf meine Liste gucken. Das mit Insta habe ich jetzt schon erwähnt, sehr gut. Ich glaube, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zu euch persönlich. Ja? Ja. Ich fange mal mit Valentina an. Wir haben das, glaube ich, auch am Freitag oder Donnerstag gehabt, als es darum ging, mit Corona-Zahlen steigen und da man kann zu Weihnachten vielleicht gar nicht nach Hause. Hast du denn jetzt so in den letzten 2 Monaten öfter mal Heimweh? Auch so, dass man so denkt, oh Mann, ich würde gerne mal wieder bei meinen Eltern am Armutstisch sitzen? Also, ich kann von mir behaupten, sicherlich so zwischendurch, aber wir haben halt so ein volles Programm und ich habe so viel zu denken, auch wenn man jetzt alleine wohnt das erste Mal oder einkaufen, neue Leute kennenlernen. Ich habe irgendwie nicht Zeit für das, aber klar, Heimweh ist schon da, wenn man auch ein bisschen weiter weg ist und alles neu ist, also jede Straße, jeder Mensch am Anfang, da ist man echt überfordert. Aber ich würde sagen, ich habe mich jetzt relativ gut eingelebt und ich weiß nicht, hier ist ja jetzt auch schon ein bisschen Heimat und ein bisschen Zuhause schon, zum Glück. Krass, wie schnell das geht. Ja. Also, finde ich abgefahren, so 2 Monate. Oder dass man die Straßen jetzt, wenn ich jetzt durch die Straßen irgendwo Neues irgendwo langlaufe, oh ja, hier war ich schon mal, jetzt find ich nach Hause. Und dieser Prozess, dass man sich dann irgendwann so gut auskennt, wie halt, ja, ich weiß nicht, wie zu Hause, das ist ein gutes Gefühl. Und hast du denn auch regelmäßigen Kontakt zu deinen Freundinnen und auch zu deiner Familie? Telefoniert ihr irgendwie einmal die Woche oder gibt es da irgendwie so einen Austausch? Ja, also ich würde es jetzt nicht, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt nicht einen regelmäßigen, ich muss meine Mama jetzt, weiß ich nicht wie oft, anrufen, was ich auch entspannt finde und schön. Und ja, ich weiß nicht, bei uns wird jetzt jeder geht jetzt in sein Studium rein, jeder ist jetzt in einer neuen Stadt, dann hört man sich halt nicht so viel, weil jeder ganz eine eigene neue Welt hat, aber ja, wir hören uns so oft es geht. Okay, gut. Würde ich sagen. Wie ist es bei dir, Ludwig? Boah, schwierig, also ich wohne ja nicht, ne, kann es ja nicht vergleichen, so, ich wohne ja nur 1,5 Stunden ungefähr von hier entfernt, nur, sage ich mal, so 1,5 Stunden, ne, ist jetzt deutlich weniger, als Valentina so von zu Hause entfernt ist. Heimweh, also ich würde nicht direkt sagen Heimweh, aber ich würde sagen, wenn ich nach Hause komme und ich im Zug sitze und dann irgendwie am Bahnhof aussteige, dass es ein ganz, ganz dolles Gefühl von Heimkommen ist. Also
Nicht, dass ich mich jetzt extrem danach sehne, so ich will jetzt unbedingt nach Hause. Aber wenn ich da bin, dann ist es super, super schön und ein extrem cooles Gefühl von, ich komme nach Hause und ich komme zurück. So. Ja, aber sonst habe ich mich hier super eingelebt auch. Also ne, mit der WG, alles ein bisschen schwierig so. Ich wohne in einer 6er-WG, ist ganz schön anstrengend so. Aber an sich, also ja, wie Valentina schon sagt, so man kennt sich hier irgendwie schnell aus. Also ich finde, Rostock ist eine geile Stadt, um irgendwie so, also die man irgendwie schnell im Kopf hat. So, wo, du weißt, wo du lang gehen musst. Die man schnell versteht, so, genau. Ne? Ja. Also, ja. Find ich voll geil. Ja. Wie ist denn deine, du hast gerade angesprochen, wie ist denn deine aktuelle Wohnungssituation? Ist sie einigermaßen okay oder? Nee. Also eigentlich nicht. Die Küche sieht halt scheiße aus. Ne? Es ist eben schwierig, so wenn du 6 Leute hast, die in der Küche kochen, die irgendwie 3x3 Meter groß ist, dann funktioniert das Ganze nicht. Ne? Steht alles vollgemüllt und so. Und ja, dann habe ich meine Freundin zu Hause, einen Hund zu Hause und ne, ist volles Zimmer so auf 12 Quadratmeter. Aber ja, keine Ahnung. Das hört sich jetzt so an, als würde ich das super schlimm finden und als würde ich nicht gerne nach Hause kommen. So ist es auf keinen Fall. Also ich fühle mich da wohl. Ich würde mich noch wohler fühlen, wenn es aufgeräumt ist. So, aber sonst alles top. Und gibt es Aussicht darauf oder also guckst du auch irgendwie, dass man vielleicht da mittelfristig dann doch wegkommt? Weil es ist ja halt jetzt nicht noch irgendwie, keine Ahnung, dieses Jahr, sondern es ist ja wirklich noch eine lange Zeit. Ja, das Problem an der Sache ist, dass ich ja erstmal nur den BFD hier geplant habe. Und eigentlich, also ich will super gerne hierbleiben, aber von den Sachen, die ich in Erwägung ziehe zu studieren oder eine Ausbildung zu machen oder so, die habe ich hier noch nicht gefunden. So, und wenn ich jetzt sagen würde, jo, ich ziehe jetzt in eine Wohnung, wäre das halt für mich letztendlich genauso. Also ist halt die Frage, ob sich der Aufwand lohnt, jetzt umzuziehen für, 10 Monate oder so oder 9 Monate. Lohnt sich für mich nicht wirklich so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin zusammenziehen würde, dann wäre das für sie hammerstressig, weil da muss sie sich, wenn ich wegziehe, einen neuen Mitbewohner suchen und so. Ja, klar, stimmt. Alles zu viel Aufwand. Das lohnt sich nicht. Okay. Aber ja, vielleicht kommt auch alles anders und ich bleibe hier oder ich gehe wieder nach Greifswald oder keine Ahnung, ne? Wir werden sehen. Also vielleicht Rostock. Rostock ist auf jeden Fall cool. Ich finde mich sehr cool. Ja, geht mir auch so. Ich bin ja nur ein Rostocker Jung sozusagen. Komme ja nicht aus Rostock so, aber mehr meine Kindheit und Jugend ja noch viel verbracht hier. Das zieht mich auch nicht so richtig weg. Also ich denke jetzt nicht, bloß nach, weiß ich nicht, Hauptsache weg hier. Deswegen kann ich das auch nur bestätigen. Ja, dann eine Sache noch. Du hast es eben schon angesprochen mit, Studium und keine Ahnung, vielleicht nicht in Rostock. Gibt es so, Valentina, gibt es denn bei dir was, wo du weißt, in einem Jahr bin ich da oder ist das noch komplett unkonkret? Nee. Also ich kann auch gar nicht sagen, ob ich jetzt in Rostock bleiben würde. Oder sonst irgendwo in Deutschland. Ich lasse mir das relativ offen. Ich weiß halt, dass ich nicht in meinen Heimat, also zu mir nach Hause, was studieren werden will. Aber ansonsten, ich glaube, es gibt so viele Plätze und so viele Orte. Kein Plan. Ja, nee, ist ja in Ordnung. Bei dir dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Das Ding ist, also hier zu dem BFD, das war ja schon für mich sehr... ich war sehr glücklich darüber, dass ich das hier gefunden habe, weil meine Eltern haben mir ein bisschen in den Arsch getreten, so, ne, jetzt such dir mal was und so. Weil ich sonst sehr nicht so richtig aus dem Knick komme, ich brauche immer ein bisschen länger, um irgendwie was zu finden. Und bin bis jetzt noch sehr froh, dass ich jetzt gerade erstmal überhaupt was habe, so, wo ich mich wohlfühle. Und in den nächsten 5 Monaten werde ich mich hier noch zufrieden fühlen. Und dann irgendwann kommt der Gedanke, okay, so langsam musst du dir jetzt überlegen, was du eigentlich noch machen willst. Ansonsten können wir ja ein bisschen hintern treten, wenn es sein muss. Genau. Wir werden das wär möglich. Den Job. Okay, alles klar, ich danke euch. Wir haben jetzt doch schon relativ viel, ich wusste, wir hätten easy 2 Stunden erfüllen können. Ich glaube auch. Aber dann weiß ich nicht, dann machen wir, keine Ahnung, dann lade ich euch nochmal ein. Teil 2 oder so. Ist ja gar kein Problem. Wir kommen jetzt zum nächsten Song, der ist jetzt, ich versuche das mal so abwechselnd zu machen, hast du mitgebracht, Valentina. Gibt es dazu irgendwas zu erzählen? Ich habe von mal reingehört, weil ich wissen wollte, okay, kenne ich die Songs. Kennst du den? Kenne ich. Mhm. Gefällt mir. Schön, cool, Song, freut mich. Nee, also ist von Ock Kid. Yeah. Und ich muss sagen, die hab ich jetzt von Jahr erst entdeckt. Und ich weiß auch, dieses Lied habe ich halt das vergangene Jahr immer durchgehend gehört. Deswegen ist es für mich auch ein bisschen so ein gutes Gefühl. Und Gute Menschen heißt der Titel. Und ja, ich glaube, wenn man reinhört,
diese schöne Welt, die verschönert wird. Und wir sind alle gute Menschen, aber im Untergrund passieren so viele Sachen. Wir sind so privilegiert und meinen, immer gute Menschen zu sein. Aber wenn man mal genauer hinsieht, ich glaube, der Text, wenn man den Text genau durchliest, versteht man schon, dass nicht alles so gut ist. Hat auch ein sehr schönes Video, der Song tatsächlich. Ja. Also okay. Es ist ein sehr, 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 sehr makaberes Video. Ja. Geht ja. Auch so ein bisschen um so ja, Akzeptanz auch irgendwie. Ne? Rassismus also, auch. Rassismus und so, ja. Also sehr politisch. Ja, voll. Ja. Also. Ja, sehr schön. Ja, dann hauen wir die mal rein. Gute Menschen von, heißt eigentlich OK-Kid oder OK-Kid? Ich habe eben immer... Schön. Gerade überlegt. Vielleicht könnte es auch okay möglicherweise Kid. Heißen die auch okay Kid. Ja. Ja, es tut mir leid. Immer. Egal, ist ein guter Song. Scheiß drauf, wie ja, sie heißen. Drauf. Okay, cool. Gute Menschen von okay Kid. Ich seh nur gute Menschen. Überall nur gute Menschen. Alles ist einfach, bist du einfach gestrickt. Kein Knoten im Kopf, nur ein Faden am Genick. Und dein Ab Richtung Glückseligkeit. Ein Leben im Korsett. Ein guter Mensch verdrängt, was er nicht weiß. Damit sich gute Menschen nicht länger als Opfer fühlen, lernen sie von Kindesbein an Roboter spielen. Ellbogen raus und auf Opfer zielen, nach oben buckeln, sich nen goldenen Cock verdienen. Nur glückliche Orangen in der Saftpresse, sogar der Mad Eagle lacht in ihrer Hackfresse. Ein guter Mensch muss tun, was ein guter Mensch tun muss. Luxus und Ruhm rumlutschen bis zum Schluss. Ich weiß nicht, was ihr seht, ich seh nur gute Menschen. Alle lieben Kinder, alle gehen Blut spenden. Und das Letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles bleibt, wie es ist. Ich weiß nicht, was ihr seht, ich seh nur gute Menschen. Alle lieben Kinder, alle gehen Blut spenden. Und das Letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles bleibt, wie es ist. Weiche Strafen für gewaltbereite Ausländer, no-go. Nein, sie sind keine Nazis, auch sie trinken Kaffee Togo. Auch sie waren schon im Urlaub, wo es Schwarze gab. Und am Vatertag lief sogar Roberto Blanco, der ein wunderbarer Neger war. Wo ist das Problem? Kinderschänder müssen sterben, voll okay. Böse Onkels auf der Heckscheibe stehen. Mit Deutschland fahren, schwenken, durch die Straße gehen. Alles nur gut gemeint, aus Angst um ihre Blutsbrüder. Sie sind das Volk, alles nur besorgte Wutbürger. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Schwarz, Rot, Grün, alles wirkt braunmeliert. Was, homophob? Sie sind dafür kranke Menschen, auch Schwule kann man heilen. Eine Hand wäscht die andere rein. Brownies backen für die Hochzeit, Mohrenköpfe teilen. Und wenn im Sportlerheim die erste Strophe erklingt und das Brüderlein singt, ist das überhaupt nicht schlimm. Niemand schiebt hier irgendjemand ab. Alle lieben Aydin Döner, beste Soße der Stadt. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich seh nur gute Menschen, die nichts Böses wollen, nein, die nur an unsere Zukunft denken. Und wahrscheinlich werden sie es nie verstehen, warum ich kotzen muss, wenn ich sie seh. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich seh nur gute Menschen, alle lieben Kinder, alle gehen Blut spenden. Und das Letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles bleibt, wie es ist. Sind wir wieder bei. Stell mal vor, an diesem, was machst du da, Ludwig? Ja, sorry. An diesem wunderschönen Samstag mit Valentina und Ludwig hier die Bufti-Runde. Ach, eigentlich wollte ich diese Bufti-Einspieler machen. Machen wir nachher. Wir haben nämlich ganz am Anfang hier bei Loro so eine Bufti-Einspieler gebastelt. Das habe ich vergessen. Ach Mann. Naja, ey, wir sind schon
25 Minuten fast rum. Ja, ja, ich sehe schon. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren. Ich muss ein paar Sachen, also wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die ich sehr gerne mag, weil ich da in diesem Fall meine Gäste, normalerweise habe ich hier nur einen, heute sind es zwei, immer so ein bisschen unter Druck setzen kann. Das heißt entweder oder und ihr müsst euch eigentlich zwischen zwei Sachen entscheiden. Ich sag mal so, ihr habt manchmal auch einen Joker, wenn ihr euch gar nicht entscheiden könnt, aber ich habe das, glaube ich, so gewählt, dass es auch, dass man sich entscheiden kann. Ja, und ich habe natürlich auch versucht, so gut es geht, vielleicht auch auf euch anzupassen. Und ich starte mal direkt sehr einfach, glaube ich, wo ich euch sicherlich nicht einig seid. Ich bin mir aber natürlich nicht sicher. Ja. Und zwar frage ich, Meer oder Berge? Oh, ey, ja, das kommt auf die Zeit drauf an, so, ey. Also es kommt erstmal drauf an, wie lange. Also für immer Meer oder für immer Berge, so in dem Sinne. Okay, ey. Also, das habe ich jetzt nicht definiert. Das kannst du meinetwegen so auslegen, wie du möchtest. In Urlaub beides voll gerne. Okay. Voll in Dann Ordnung, hast du den ersten Joker direkt verspielt beim ersten Mal. Aber, nein, warte. Aber wenn es für immer sein müsste, dann Meer bei mir auf jeden Fall. Okay, ja, das ist, ich glaube, es ist einfacher, wenn man sagt für immer, weil dann musst du dich ja, dann ist es nicht so, ja, hier im Urlaub und de. Ja. Okay. Ah, schwierig. Also eher mehr. Ja, okay, weil, schwierig. Ne, also Ostsee, so, ich bin Küstenkind, es ist so, es klingt auch immer irgendwie voll uncool und echt nicht, also ich weiß nicht, ich bin sonst nicht so der heimatbezogene Typ, so. Aber also das Meer, also ich muss wirklich sagen, ich bin von Greifswald nach Rostock, also Hamburg stand auch noch auf meinem Plan, so. Aber Rostock und Hamburg, beides auf dem Plan, weil wegen Wassernähe so. Also ich hatte auch Berlin in Erwägung gezogen, aber das wollte ich nicht, weil das für mich nicht nah genug am Wasser war. Die Havel reicht da nicht aus und die Spree, ne? Mhm. Nee. Okay, wie ist es bei dir, wenn du dich entscheiden müsstest? Oder? Ja, schwierig, aber ich glaube, ich muss wirklich sagen Berge. Ja, das habe ich gehofft. dass ihr euch wenigstens ein bisschen nicht einig seid. Dass ihr euch uneinig seid, ja. Nee, also Wasser ist, ich habe, als ich hier ankam, so aufs Wasser zu sehen, ist so ein, ich glaube, die Energie ist super, aber wenn man in den Bergen aufwächst und dort einfach die Wälder hat oder die diesen Moment, wir gehen halt meistens Sonnenuntergänge schauen oder Sonnenaufgänge und ich glaube, das Gefühl kann man nicht beschreiben. Einfach 10 Minuten Auto fahren, 2 Stunden raufgehen und einen Sonnenaufgang in der Früh schauen, ich glaube, das kann das Wasser nicht toppen. Ja, vor allem bei uns geht, das ist ja das Coole, bei uns geht die Sonne über dem Meer unter, aber sie geht natürlich dann nicht über dem Meer auf. Das ist leider dann hier nicht möglich, aufgrund der geografischen Lage. Okay, also du wärst eher Meer. Ich bin eher Berge. Ja, genau so habe ich mir das doch gedacht. jetzt die Zeit, wir sind ja relativ gut eingeplant, bei Loro haben immer viel zu tun, glücklicherweise. Findet ihr aber zu Hause mal Zeit, irgendwie Serien oder Filme zu schauen? Und wenn, dann eher Serien oder eher Filme? Also lieber was anfangen, wo man dann, okay, da habe ich jetzt 2 Monate mit zu tun oder heute Abend und dann ist es vorbei. Ich lass dich. Okay. ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, wenn, dann wirklich Serien gucke, weil ich mir beim Film, erstmal ist es für mich immer schlimm, weil der Film dann irgendwie zu Ende ist und dann ist es so, mein Gott, es ist vorbei und das waren jetzt 2 Stunden und jetzt war es das. Weil man da auch die Geschichte irgendwie nicht so cool, nicht so lang ziehen kann. Und es fällt mir einfach auch nicht so leicht, mich zu entscheiden. Und bei einer Serie, wenn ich eine Serie angefangen habe, dann muss ich mich einfach über, keine Ahnung, 5 Monate nicht entscheiden. Dann weiß ich, was ich gucken will. So. Ja. Das ist auch eine geile Anstrengung. Ne? So ist das bei mir halt. So beim Film, also das fällt mir sehr schwer. Es sei denn, es sind Disney-Filme. Ey, Disney-Filme gehen immer. Also for real, so ist echt. Ja. Hast du die Neuverfilmung von König der Löwen gesehen? Nee. Das ist tatsächlich der einzige Film von den neuen, so, die jetzt neu überarbeitet wurden, den ich noch nicht gesehen habe. Und Mulan kommt jetzt auch, ne? Ja, aber das kenne ich gar nicht. Also, echt nicht? Nee, no front. Aber ich bin auch, glaube ich, nicht so das Disney-Kind. Also natürlich König der Löwen und so. Ja. Aber ich glaube... Früher. Ja, ich... Ja. Also, ich kenne es echt nicht. Vielleicht erkenne ich das Bild oder irgendwie die Figuren, aber der Name sagt mir tatsächlich gar nichts. Na, krass. Nee, also zu deiner Frage. Ich muss sagen, ich schaue halt generell nicht viel Serien. Ich schaue generell nicht viel Filme. Aber wenn, dann Serien. Würde ich sagen, weil man kann halt so richtig eintauchen in die Charaktere und ich bin dann halt immer so, ich weiß nicht, wenn man dann mit jemand über eine längere Zeitraum, über eine Serie, über eine Entwicklung von den Charakteren und der Story reden kann, das ist so top of top. Aber Filme sind natürlich auch cool, wenn man mal kurz was, wie Lucy halt gesagt hat.
Und es gibt ja auch Filme, die dann im Prinzip wie eine Serie sind. Ne? Also ist, glaube ich, auch manchmal nicht so einfach, da jetzt die Trennlinie zu ziehen. Mhm. Wenn ich mir die Sherlock Holmes-Verfilmung gesehen mit Benedict Cumberbatch. Ja. Das ist ja eine Serie, aber es ist ja Spielfilmlänge. Schon sehr lange, ja, das ist auch die Frage, so, ne, wo man da die Grenze setzt. Ich bin auch nicht so der Typ. Also ich gucke tatsächlich nicht so viel. Ich gucke sehr viel YouTube und ich gucke viele Dokus und so. Ja. Tatsächlich so nebenbei auch oft. Ja. Aber ja, dass ich mich mal eine Hinsetzung, eine Serie gucke, das ist auch eher selten, auch zu Corona gar nicht irgendwie. Da hatte man ja nicht viel Zeit gehabt. Ja. Ja, also ich bin dann eher so die Arte-Guckerin. Ja, genau, auf jeden Fall. Also sowas. Ja. Aber hast du viel in der Corona-Zeit auch viel Serien geguckt? Oder? Ich muss, um ehrlich zu sein, sagen, dass ich nicht mehr wirklich weiß, was ich in der Corona-Zeit gemacht habe. Also ich habe wirklich sehr viel geschlafen, glaube ich. Also ich habe hab immer so bis um 12 geschlafen. So, und das war ja die Abi-Phase auch, ne? Irgendwie. Ja, ich war auch relativ viel draußen tatsächlich. Also leider, ne, irgendwie auch doof zu Corona-Zeiten und so. Ich habe mich halt immer nur mit zwei Leuten getroffen, zwei bestimmten Leuten. Sonst, ich war viel draußen und ja, Serien habe ich bestimmt auch geguckt irgendwie, aber eigentlich auch gar nicht, also eigentlich auch nicht so viel. Alleine gucke ich auch nicht so viel. Also, wenn dann irgendwie mit irgendwelchen Leuten zusammen. Okay. Ja. Alles klar, dann hätten wir das abgehakt. Wir kommen jetzt zu einer Frage, wo ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste, dass sich da scheinbar die Geister scheiden. Ich weiß gar nicht, das habe ich in irgendeinem Comedy-YouTube-Video, glaube ich, gesehen. Es kann auch sein, dass ihr davon auch keine Ahnung habt. Ich frage es aber trotzdem. Lieber Zitronen oder Pfirsich-Eistee? Oder ist euch das egal? Nee, weil ich weiß es halt selbst auch nicht, aber ich habe das irgendwo mitbekommen letztens, dass sowas wie mit Nutella mit oder ohne Butter. Das ist auch so, da sagt ein Gott, du bist mit Butter, bist bescheuert. Und das ist bei dem Pfirsich-Eistee genau das Gleiche. Ja, dass das Leute sagen, die Pfirsich-Eistee, Zitronen-Eistee, das ist Pfirsich, immer Pfirsich. Ja, nee, das habe ich auch mitbekommen. Aber das Ding ist, also so, wenn ich jetzt das sagen müsste, dann Pfirsich. Aber wenn du zu viel Pfirsich-Eistee trinkst, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr da drauf. So, dann musst du irgendwas anderes und dann ist das Einzige, was da ist, halt irgendwie Zitrone. So. Stimmt, mehr gibt's dann auch nicht leider. Ich habe neulich Eistee getrunken, das war Erdbeer-Rosmarin. Das war total abgefahren. Was war das gut? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, so. Die Level von. So 8 von 10, 7 von 10. Also, es war schon in Ordnung, aber jetzt nicht. Also, wir dürfen ja hier keine Marken nennen. Ich versuche jetzt zu umschreiben. Ist das dieses. Das ist ein Tetrapack. Okay, nee, dann so ein ganz großes, okay. So 2 Liter. Okay, dann kenne ich das nicht. Oh, dann hast du dir. Ja, Mann. Und du, Valentina, oder bist du, trinkst du auch gar keinen. Ich trinke wirklich auch gar keinen Eistee. Pfirsich. Okay. Aber ich. Ludwig hat das recht gut zusammengefasst, danke dir. Ja, bei mir ist halt so, ich trinke auch einfach kein, ich bin kein Eistee-Mensch, deswegen habe ich mich damit auch nie beschäftigt, aber ich habe es halt letztens gedacht, ich bringe das mal mit, so als kleine dämliche Frage. Okay, wir haben es jetzt um 4:30, die Hälfte schon rum, ist unglaublich, ey. Ja, es geht extrem schnell. Ich spare mal den ganzen anderen Kram das nächste Mal auf. Ja. Wir kommen jetzt zu einem Song, Ludwig. Da musst du jetzt entweder sagen, welchen du haben möchtest, weil wir es aus zeitlichen Gründen nicht alles schaffen. Möchtest du jetzt den von Genetic haben oder lieber den von Neil Young? Puh, oh, das ist schwierig. Also ich glaube, der von Genetik macht auf jeden Fall bessere Laune. Dann nehmen wir den, nehmen wir den anderen fürs nächste Mal. Genau, der ist nicht so traurig. Soll ich dazu was erzählen? Ja, gerne, unbedingt. Genetik Trill, ey. Wenn mein Kumpel jetzt gerade zuhört, ich denke mal nicht, der ist nämlich ein kleiner fauler Sack eigentlich. Aber er kann es nachhören auf Spotify. nur mal kurz nebenbei. Ja, und auf YouTube und in der Loro Mediathek. Ich hoffe, er macht's, weil der Song ist auf jeden Fall für ihn dann. Trill war voll der Sommersong für uns. Also wir haben all möglichen Mist und Quatsch, den wir gemacht haben, der wurde von diesem Song irgendwie begleitet. So, ne? Da haben wir, der lief irgendwie 24/7 bei uns. Und das ist heute immer noch, also das war vor 2-3 Jahren so, als der so extrem bei uns war. Und heute ist das immer noch so, wenn dieser Song läuft oder wenn ich den anmache, dass wir uns beide angucken und das ist ein ganz inniges Gefühl, was ich da, also das ist, wir sind da auf einem Level dann. Und dann kommen so Flashbacks so, ne? Von vor 3 Jahren, also Nostalgie pur, der Song. Alles klar, ja, dann hauen wir den mal rein. Trill von, schreibt man es eigentlich aus Genetik? Genetik, glaube ich. Genetik. Also ich weiß es nämlich auch immer nicht, mit diesem Doppel-K am Ende, das klingt so, als müsste man das irgendwie besonders betonen. Ich weiß auch nicht, warum Doppel-K, aber. Wahrscheinlich einfach so. Wahrscheinlich war das andere schon vergeben. Vielleicht auch einmal irgendwie zu oft auf die Tastatur gekommen. Ja, also, vielleicht ist auch die Katze kurz rübergekommen. Ja. Dann weiß es nicht. So wird es gewesen sein. Okay, wir haben jetzt Trill von Genetik hier bei Stell mal vor. Und dann geht's gleich weiter. Jo, bis gleich, wir hören uns wieder. Mannequins und Cannabis, Kappa ist auf Druggy-Shit. Mach mit meiner Tumblr-Bitch am Wochenende
Japan am Trips. Kiss, kiss, bang, ist der Slang. Wenn du mit mir jams, rich as fuck, zeig mir, was du hast, zeig dir, was du nicht kennst. Hang mit derselben Gang, an denselben Ecken, mit denselben Fressen. Die Gesetze brechen, weil mich keiner wegkriegt. Brauch nur paar Grams, shit, dazu ne Bad Bitch und ich verlass das Bett nicht. Nächster Stopp, Hotel Koff, im Four Seasons pennen, Geld wie Weed verbrennen. Das ist kein Business, nur Familientreffen. Colette, neue Sneaker checken, schreib's auf meine Visa-Rechnung. Still a fucking V, Supreme Jordans auf der Street, beam ich im TGW nach Paris. Jeden Tag gibt's Tagine, brauch keine 5 Sterne, wo ich chill, findet kein Navi. PSG, Logenplätze, Parc des Princes, pack den Bands. Steige aus dem Sportcoupé und pisse vor der Presse auf den roten Teppich. Ich bleib drill, mit den Jungs und chill. Alles, was ich brauch, ist hier. Alles, was ich will, was ich will. Ich hab Freunde, hab Familie, ich hab Träume, ich hab Ziele. Ich hab Sex so viel, ich will ne Menge Dope und ich hab Liebe. Deshalb bleib ich drill, mit den Jungs und chill. Alles, was ich brauch, ist hier. Alles, was ich will, was ich will. Ich hab Freunde, hab Familie, ich hab Träume, ich hab Ziele. Ich hab Sex so viel, ich will ne Menge Dope und ich hab Liebe. Heute hier, morgen dort, mit den Bros on the road. So viel Shows, doch komm immer wieder heim. Home sweet home, stell mein iPhone auf Fly Mode. Wechsel die Zeitzone von Boarding Time zu Boarding Time. Zwischendurch bei Warner sein. Sitz mit allen meinen Jungs an einem Tisch. Rauch nen Split, kipp paar Drinks, kein Juck dir, wer du bist. Frag hier jeden, wie wir reden, wie wir gehen. Uns bewegen ist dieselbe Art zu leben. Gebe mehr als das ich nehme. Mehr Gramm vertickter Singles und komm trotzdem in den Himmel. Der da oben weiß Bescheid, mein Herz ist Gold, der Rest ist Business, Bitches. Better have my money wie Rihanna. Ihr habt die Bullen auf den Fersen, nicht den Jumper. Lieg in der Sonne an der Côte d'Azur. Meine Braut in Haute Couture. Barbecue und Dope und Bier. Alles, was ich brauch, ist hier. Good life, kam nie in die Clubs rein. Heute zahlen sie 20.000 nur für 2-3 Hooks live. Ich bleib drill, mit den Jungs und chill. Alles, was ich brauch, ist hier. Alles, was ich will, was ich will. Ich hab Freunde, hab Familie. Ich hab Träume, ich hab Ziele. Ich hab Sex so viel, ich will ne Menge Dope und ich hab Liebe. Deshalb bleib ich drill, mit den Jungs und chill. Alles, was ich brauch, ist hier. Alles, was ich will, was ich will. Ich hab Freunde, hab Familie. Ich hab Träume, ich hab Ziele. Ich hab Sex so viel, ich will ne Menge Dope und ich hab Liebe. Schöner Vibe hier bei Stell mal vor an diesem Samstag mit Konrad und zu Gast heute Valentina und Ludwig, die Buffti. Ich habe immer noch nicht die Einspieler zum Schmier verloren. Ja, ich beim nächsten Mal dann, versprochen. Ich überspringe jetzt eine komplette Rubrik, die nehme ich mir dann fürs nächste Mal mit. So, wir kommen jetzt relativ früh schon zur namensgebenden Rubrik überhaupt, aber ich kann mir vorstellen, dass wir da sehr, 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 sehr viel drüber reden können. Ja. Also, ich kenne euch ja, ich kann mir das vorstellen, dass es passiert. Eine kleine Einleitung an dieser Stelle. Diese Woche, ich glaube am 21. Oktober, das war dann vor 3 Tagen, dann Mittwoch genau war das, das war der berühmte Zurück in die Zukunft Tag. Habt ihr den Film gesehen? Also alle 3 vielleicht sogar? Back to the Future? Ja, erster Teil. Okay, ja, das reicht aus. Obwohl, ich glaube, wo sie in die Zukunft reisen, ist, glaube ich, im zweiten Teil, spielt ja 1985 und sie reisen ja im ersten Teil, glaube ich, 30 Jahre in die Vergangenheit, glaube ich. Nee, das ist Quatsch. Nee. Ich glaube, das wird nur angeteased am Ende. Ich glaube, jetzt habe ich gerade ganz, ganz viele Zurück in die Zukunft-Fans gerade richtig enttäuscht draußen mit meinem Halbwissen. Ich kann dir da nicht viel zu sagen, ganz genau, nicht zu sein. Okay, dann sag lieber gar nichts, bevor ich mich noch weiter hier reinreite. Jedenfalls im zweiten Teil, das ist sicher, reisen sie in die Zukunft von 1985 nach 2015 und sie kommen halt an am 21. Oktober. Das ist deswegen sozusagen dieser berühmte Tag, wo sich das Ganze immer jährt. Und das, worum es jetzt geht, das habe ich tatsächlich beim letzten Mal schon besprochen mit meinem Gast. Aber ich finde das so spannend, dass es einfach heute in die Zweitverwertung geht und ich dachte halt, mit euch kann man da bestimmt gut drüber reden. Und diese Back-to-the-Future-Einleitung habe ich natürlich jetzt nicht umsonst gegeben, denn die Frage ist... Es wäre aber ziemlich lustig, wenn es einfach nur so random gewesen wäre. Das wäre auch lustig, ja. Nee, aber übrigens. Nee, also die Rubrik heißt natürlich Stell mal vor, ne? So wie die Sendung hier. Und das Gedankenspiel heute ist folgendes. Stell mal vor, ihr könntet in der Zeit reisen. Würdet ihr lieber in die Zukunft oder lieber in die Vergangenheit reisen? Ihr seid dann ein Teil der Zeit, also ihr seid nicht Beobachter wie ein Geist, sondern ihr lebt in dieser Zeit. Und dann natürlich, wie gesagt, Zukunft oder Vergangenheit ist auch so ein bisschen entweder oder, fällt mir gerade auf. Und dann natürlich warum und vielleicht sogar wohin genau.
Also ich würde gerne ins Jahr 1969 gehen und dann möchte ich vorm Fernseher gucken, wie der Mann auf dem Mond landet, zum Beispiel. Jetzt als Beispiel. Braucht ihr kurz einen Moment Zeit? Ansonsten haut's einfach raus. Oh. Kann man hier auch Joker nehmen? Wo willst du denn? Willst du eine Parallel, also was Zukunft oder Vergangenheit? Willst du eine Parallelwelt oder ist das dein Joker? Aber Boah, ey, das ist extrem schwierig. Was finde ich denn interessanter? Vielleicht ist es so erstmal also, einfacher ranzugehen. Ich würde sagen, ich würde gar nicht so gerne in die Zukunft reisen, weil dann ist es halt dieses, dann weiß ich ja schon, was passiert oder was mit mir passiert, was mit meiner Umwelt, mit generell mit der ganzen Welt passiert. Aber halt Vergangenheit, dann wühlt man halt auch alles wieder auf. Das kennst du halt auch alles schon. Ey, das ist echt schwierig. Also kennst du nicht alles so, ne? Gar keine Frage. Nee, aber halt ist halt ne, geschichtlich schon passiert. Ey, das ist echt schwierig. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich, glaube ich, extrem doll Angst hätte. Auch so. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie weit in die Zukunft, ne? Wenn ich jetzt 100 Jahre in die Zukunft, da hätte ich extrem Schiss vor. Einfach weil, um jetzt mal hier den gesellschaftskritischen Klar. Ludwig rauszupacken, ich wüsste einfach nicht, wo sich das hinentwickelt. Weil in L.A., ich habe das jetzt schon bestimmt 4-5 Mal erzählt, läuft gerade dieser Countdown, der wurde da so auf so ein Haus projiziert, wo noch 7 Jahre stehen und dann können wir die Abwärtsspirale vom Klimawandel nicht mehr umdrehen, so dann ist vorbei, dann geht das alles bergab. Und bis jetzt sehe ich noch nicht, dass wir in 7 Jahren hier das Ruder rumreißen und komplett öko werden, so das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen hätte ich da einfach extrem Schiss vor. Wobei ich sagen muss, dass ich, was wäre eine Zeit, die mich interessiert? Also ich glaube, ich würde eher in die Vergangenheit, auch weil ich extrem doll Bock habe, diesen Weg, den ich jetzt vor mir habe, nicht einfach zu überspringen, so, sondern das, also ich finde, wir leben schon in einer ziemlich coolen Zeit, so, die sehr offen gegenüber allem ist und irgendwie extrem tolerant, so, das finde ich sehr cool. Und deswegen würde ich, glaube ich, dann eher in die Vergangenheit und irgendwie gucken in eine coole Zeit. Aber es muss jetzt ja auch nicht 1738 sein, es reicht ja auch, keine Ahnung, die wilden 80er, ja, also sowas ja, zum Beispiel. So wäre es bei mir, so voll die Hippie-Zeit. Ja, genau, so, das wollte ich gerade sagen, abgreifen. Ja, ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also bei mir, ich habe es zwar beim letzten Mal schon erzählt, aber das ist lustig. Mein Gast letztes Mal hat nämlich auch gesagt in die Vergangenheit. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wohin. Es war, glaube ich, auch irgendeine politische Zeit, der studiert ja Politik und Recht und ist da auch so ein bisschen affin. Das war auf jeden Fall auch, hat zu ihm gepasst. Und ich habe tatsächlich, also ich würde lieber in die Zukunft reisen, vor allem, also ich sehe es halt so, was finde ich spannender, ne? Was würde ich gerne eher miterleben? Und dann denke ich mir so, Vergangenheit so, wie du gerade gesagt hast, wir leben eigentlich gerade in einer sehr toleranten, einigermaßen toleranten, coolen Zeit und ich sehne mich nicht irgendwie so in die Vergangenheit. Also ich glaube, ich finde die Zukunft irgendwie spannender, aber es ist natürlich auch ein bisschen risky, ne? Die Frage ist, reist du mit dem Wissen, was du gerade hast, zurück? Also so, dass du weißt, das im Jahr 2020 sieht so und so aus oder ist es alles weg und du lebst dann einfach in der Zeit? Das habe ich jetzt auch nicht so vorgelegt. Das kannst du gerne machen, wie du möchtest. Ich glaube aber, es wäre besser, wenn du es halt nicht weißt. Ja, das... Ja. Also wenn du jetzt nicht weißt, okay, an diesem Tag und Tag, keine Ahnung, wird Kennedy erschossen, ich will das verhindern. Dieses Verhindern Vergangenheit, das ist ja sowieso immer ganz, ganz keine gute Idee. Ja, das stimmt. Und wie würdest du sagen, wenn du dann von der Zukunft wieder zurückkommst? Das ist halt auch die Sache, weil dann, wie du dich dann, wenn du so Sachen siehst, wo du sagst, so, ey, die Welt gerät aus den Fugen oder ich stehe nicht dahinter und dann kommst du halt wieder her, Das genau die Frage hat Rasmus letztes Mal nämlich auch gestellt. Und dann haben wir auch erst so gedacht, gut, dann, oder er hat überhaupt gefragt, ob man zurückreisen darf. Ich glaube, das war auch seine Frage. Und dann habe ich so gesagt, ja, das kannst du dir auch gerne aussuchen, wie du möchtest. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man in die Zukunft reist und wie er herkommt, dann ist man vielleicht der Verrückte, der aus der Zukunft kommt. Aber dann sagt man, ey Leute, ich hab's gesehen. Ich hab's auf Foto, keine Ahnung, wie es in 100 Jahren hier aussieht. Wir müssen unbedingt was tun. Es ist nichts mehr hier. Ja, genau. Aber ja. Schwierige Frage. Ich glaube, ich bin extrem zufrieden in der Zeit gerade, wo ich jetzt gerade bin. So. Deswegen, ich glaube aber auch, dass das jeder sagen würde, das würde jeder sagen. Auch 1980 hätten die Leute gesagt, ich bin froh, dass ich in der Zeit lebe. So, also ich glaube, na gut, das sei denn, ne, irgendwie Kriegszeit ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Kommt immer so drauf an, wo du bist, natürlich. Ja, ne? Stimmt auch wieder. Also wenn jetzt, keine Ahnung, in die goldenen 20er oder irgendwo nach New York, so, ich glaube, die haben auch ein ganz schön geiles Leben gehabt. Sowas zu sehen, okay, ja. Ja, ne, also Golden 20s und so.
Ah. Ich denke mal auch so, cool. Also was findet man spannend, ne? Also jetzt es geht auch vielleicht jetzt mal alles ausschalten mit irgendwie, oh Gott, wenn ich dann, und dann ist das hier und das weiß ich ja aus der Zukunft, weil ich ja alles so dieses, einfach mal so, was findet man einfach spannend und was würde man gerne miterleben, so, also jetzt so ganz einfach. Und dann sind wahrscheinlich die Golden Twenties, ich glaube, da ging es heiß her. Habt ihr, um nochmal zurück zu dem Film zu kommen, habt ihr The Great Gatsby gesehen? Ja. Nein. ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht so ein bisschen. Ja, mit Leonardo DiCaprio als Great Gatsby. Vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Also dieses Ambiente auf alle Fälle. Ja. Ach, die Partys oder die ganze Musikszene. Dann mal zwischendrin zu sein. Ich habe nur von ihm hier Wolf of Wall Street gesehen. Ja, und das sind nicht die Golden Twenties. Aber das ist ja nicht eben. Nee. Ja, das ist ja ein bisschen... ein bisschen andere Spalte. Ja. Wir sind ja jetzt eigentlich auch gerade in Golden Twenties. Wahrscheinlich, du hast auch gesagt, euer Abi-Spruch war auch Golden Twenties, ne? Ja. Die goldenen 20er. Ja, Baba uns auch. Mann. Ah, okay. Einfallsreich. Aber was noch viel krasser ist, ich weiß nicht, hattet ihr nur die goldenen 20er oder gab es noch so einen Subtext, noch was dazu? Ey, weißt du nicht. Du hast meinen Abi-Pulli gesehen, ne? Ja. Der super langweilige Pulli, ey. Es ist wirklich voll nicht cool. Die goldenen 20er und darunter stand dann irgendwie Alexander von Humboldt-Gymnasium oder irgendwie Ach so. Okay. Also das Problem an der Sache war auch einfach, wir waren extrem viele Leute in dem Komitee und in dem Design und so, die das alles geregelt haben. Hammer viele Meinungen, keiner hat irgendwie sich einigen können und dann haben das irgendwie welche in die Hand genommen und dann ist das so passiert und dann, ja, ist jetzt auch nicht schlimm so, ey, den Abi-Pulli, ja, gut, das ist jetzt halt so, ne? Finde ich nicht so schlimm, aber ja, hätte man mehr draus machen können, ne, aus 2020 so. Worauf ich gerade hinaus wollte, weil unser Subtext zu dem Motto war nämlich noch, mit uns der Aufschwung, nach uns die Krise, halt so, ne, weiß ich, wie geschichtlich affin ihr seid, aber 1929, tralala. Und da meinte mein Vater letztens irgendwie, liebe Grüße an dieser Stelle, also wie krass es ist, nach uns die Krise, ne? Bam, das passt ja jetzt hammergut nochmal in diesem Corona-Zusammenhang. Ja. Hab ich gemacht? Ja, ja, also das war natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir das dann... War noch nicht so klar, aber jetzt passt es halt richtig. Passt es auch, ja. Das fand ich irgendwie auch ein bisschen gruselig an dieser Stelle. Okay, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, Leute. Das ist unfassbar, wie schnell das geht. Ich kenne es aus den letzten vier Sendungen immer schon, dass die Zeit sehr schnell rumgeht. Ja, aber mit zwei Leuten ist es auf jeden Fall nochmal Next Level. Wir kommen jetzt zu einem Song wieder, den Valentina, Valentina mitgebracht hat. Ich muss immer kurz gucken hier mit dem ganzen Hin und Her. Sag du mal, was ist das für einer? Also Soulstorm von Patrice. Und ich muss sagen, ich habe auch erst... als ich heute mal gegoogelt habe, dass er wirklich ein deutscher Reggae-Sänger ist. Ach, tatsächlich? Und ich kann auch gar nicht so viel zu dem Song sagen, nur dass es mich halt, wenn wir schon davor von Bergen geredet haben, das ist halt der Titel, den ich mit meinen Freunden auf Hütten und eben bei diesem Sonnenuntergang immer gespielt haben. Also das ist wirklich so ein Reggae, so ein gemütlicher, gute Laune, gutes Feeling. Guter Feeling-Song. Ja, okay. Ja, dann wollen wir das mal rüberbringen. Ich schaue ihn schon mal, der hat ein relativ langes Intro. Jo, Soulstorm von Patrice, ne? Wahrscheinlich immer mit der Aussprache ist immer auch schwierig, wenn man hier auch morgens sitzt und die... man weiß immer nicht, scheiße, ist das deutscher Titel? Schreibt man das jetzt Englisch aus, den Namen und so? Ja, wir nennen einfach mal Soulstorm Patrice. Und dann gehen wir gleich hier in die letzte Runde bei Stell mal vor. Everywhere there's a soul.
Some soul storming must be the benefit of the global warming. Realize that there ain't no harming. Planet is all under the farming. Soul farming. There's a und Frieda 23. Deine innere Stimme. Muftis. Haben wir es endlich geschafft, diesen 1 der 6 Opener hier mal zu spielen. Haben wir überhaupt schon einmal gespielt, außer in dieser Interview-Session? Ich glaube gar nicht. Ja, aber wir dürfen es auch nicht übertreiben. Das muss so ein bisschen besonders bleiben. In welchem Zusammenhang auch? Nee, ich so random irgendwo mal so vorm Weckruf. Ja, theoretisch. Übrigens, ich meine, ich habe jetzt ja die Woche, glaube ich, 3 Tage mit Flavia gemacht. Also Flavia Nachrichten und ich Moderation. Da hätte man das theoretisch mal so, jetzt nicht alle 10 Minuten, aber dass man das einfach mal so einbaut. Okay, so, ich sehe jetzt gerade, wir haben jetzt noch nicht mal mehr 10 Minuten nach uns, nämlich auch das geht das Programm gleich weiter und dann geht der Song ja auch noch 4 Minuten. Also wir müssen jetzt ganz schön durchziehen. Ich überlege auch gerade, ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr mit dem lieben Großen in die Zukunft. Das machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir aber nächstes Mal. Das ist, glaube ich, Quatsch. Dann mache ich mal noch, ich habe doch hier noch was stehen auf meinem Zettel. Da kommen wir nochmal zurück zu Entweder-Oder. Heute ist alles anders. Heute ist einfach alles anders. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück ins Entweder-Oder. Jetzt harter Break, aber wir ziehen ihn einfach durch. Ich weiß nicht, ob ihr seid ihr Fantasy-affin gewesen, eure Kindheit? Habt ihr irgendwie um auf die Filme zu kommen? Ey, das Einzige. Gar nicht, ernsthaft nicht? Also, naja, so ein bisschen, ne? Aber das Lustigste, was ich gesehen habe, ist, also Harry Potter, ne? Kennt ihr? Ist ein Begriff. Schon mal gehört, kommt's. Harry Potter und ein Stein kann ich jedem empfehlen. Ist der beste Film aller Zeiten. Ist das ein Verarsche? Ja, oder? Ey, es Harry Potter ist so und lustig. Ein Stein. Parodie, ey. Es ist okay. Meine Schwester und ich, wir haben diesen Film so oft gesehen, dass wir teilweise drehen sich unsere Gespräche nur um diesen Film. Aber ne, ich will hier gar nicht. Jani, du hast es schon perfekt übergeleitet gerade, weil meine Frage wäre nämlich auch gewesen: Harry Potter oder Herr der Ringe? Oh, okay. Ich muss sagen, Herr der Ringe habe ich nicht geguckt. Okay. Und es wäre so. Es ist ganz oben auf meiner Liste. Wirklich. Ja, einmal so, Marathon. Zu gucken, die ja, Filme. Ja, ja, okay. Auf alle Fälle. Ich war richtig. Ein bisschen was gesehen, vielleicht so, aber der Hobbit habe ich geguckt, aber das habe ich auch nicht verstanden. Dieser Ring, was für. Also die Bücher dann auch nicht, also weder Harry Potter Bücher gelesen oder so? Ein Buch habe ich ein gelesen. Ein Buch, na, immerhin. Ja. Also. Du gar nicht. Nein. Ich weiß sogar nicht, ich glaube tatsächlich, dass die Harry Potter Generation ist, glaube ich, ein paar Jahre älter als wir, die so, ich weiß nicht, wann kam das erste Buch raus? Ich glaube, die dann so, wir sind ja auch schon ein bisschen so diese Digital Generation und ich glaube, die vor uns, die hat man, glaube ich, noch ein bisschen mehr gelesen, würde ich mal behaupten. Ich glaube, das hat da sehr auf dem Schulhof für Gespräch. Wenn ich mich nicht irre, kam 2001 die VHS-Kassette von Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass der erste Film 2001 rauskam. Da bin ich geboren. Ja, also. Ja gut. Also ganz kurz mal, ne? Also ich habe zum Beispiel alle Harry Potter Bücher gelesen und auch alle Herr der Ringe Bücher gelesen. Echt? Oh, okay.
Ich war Harry Potter oder Harry Potter oder wie hieß das andere hier? Der Herr der Ringe. Das andere. Ja, das ist danke für die Frage. Ist, ja. Ich glaube, ich würde lieber Harry Potter nehmen, weil ich finde das einfach cool, so diese Schule und ja. Zauberei und das ist einfach so irgendwie eine coole Atmosphäre auch. Man kann sich auch besser reinversetzen, ne? So mit, ja, den, mit der Schule und so. Ja, der Ring ist halt sehr komplex. Ja. Also der Typ, ich weiß nicht, ihr wisst scheinbar nicht so viel. Ja. Tolkien hieß er. Genau. Ja. Ich habe das Buch zu Hause von ihm, also alle drei Teile in einem. Es ist so dick und da sind allein 120 Seiten Anhang und da sind dann zum die, Erklären. Ja, also Familienstammbäume von den Zwergen, die hat eine eigene Sprache entwickelt, also ja, die da in diesem Universum das spielt. Also das ist halt, also Harry Potter ist jetzt auch nicht einfach, aber Herr der Ringe ist sehr, sehr, sehr komplex, also das ist sehr, wie eigenes Universum. Ja, auf jeden Fall, das ist richtig, richtig krass. Das macht natürlich auch sehr spannend so, ne? Ja. Aber ich glaube, da bin ich zu wenig Nerd für, also so Fantasy-Nerd, um da so richtig, richtig tief einzusinken. Aber ich habe es gelesen und da wird sich auch drüber aufgeregt, da wird irgendwie dann drei Seiten lang irgendeine Landschaft beschrieben und so. Das ist dann halt sehr übertrieben teilweise, aber ich fand das irgendwie cool. Aber vielleicht war ich auch noch sehr naiv damals. Wann war das? Keine Ahnung. 5., 6. Klasse oder so. Hab echt viel gelesen. Alter, ey. 5., 6. Dem, krass. Hey, der wenn man Ding mit dem aufwächst, ist ja wieder noch was anderes. Ja, ne, aufwachsen ist auch aufwachsen ist übertrieben. Ein, aber ja, aber trotzdem das, so ein bisschen. Das war doch auch so ein bisschen Vorreiter so für Fantasy, oder? Oder sehe ich da, sag ich da jetzt... Ich glaube, Herr der Ringe ist auch schon viel, viel... Also die Story, ich glaube, die kam so um den Zweiten Weltkrieg, glaube ich, raus. Also die Bücher. Echt? Ich will jetzt keinen Quatsch sagen, aber ich glaube ja, denn soweit ich weiß, ist, oder es ist beim Hobbit so, dass wenn man das im Hinterkopf hat, dass es da sehr, sehr viel Gesellschaftskritik tatsächlich im Zusammenhang mit... Oder war es Kalter Krieg? Och, oh, scheiße, jetzt bin ich ganz unsicher. Aber es war irgendwas, entweder Kalter Krieg oder Zweiter Weltkrieg. Ich glaube, es war Kalter Krieg. Ja, das kann ich glaube, dass so war es, dass man da viel Parallelen ziehen kann, wenn man das möchte. Ah, okay. Und die er gelegt hat. Also da kann man auch viel reininterpretieren, wenn man das möchte oder wenn man soll im Deutschunterricht. Aber das liest man ja nicht im Deutschunterricht. So, Leute. Wir haben es 5 vor 5. Es ging ja wahnsinnig schnell vorbei. Ja. Ich hatte ja eigentlich auch 2 Stunden eingeplant, aber aufgrund erstmal der Verschiebung um eine Woche ging das nicht und halt dann auch, weil jetzt nach uns es direkt weitergeht mit der Musikkiste. Ich würde mal sagen, wir machen es einfach nochmal und dann machen wir es aber auch 2 Stunden. Ja. Ich sehe das aber heute auch so für mich oder für uns persönlich auch so ein bisschen als Experiment, weil wir wollten ja eigentlich so einen Bufti-Podcast machen. Ich finde das extrem cool. Ja. Also nur mal hier so eben, mir wurde gerade geschrieben, ihr drei vibet ja richtig gut zusammen. Also, ja, danke schön für den Kommentar. So, ist auf jeden Fall wirklich so. Also man kann sich sehr gut unterhalten. Voll krass, ne, ey. 2 Monate, wenn und ich darüber... Ich habe mir auch davor gedacht, ich sitze gerade hier so irgendwo an der Ostsee in so einem Radiostudio und rede mit zwei über, weiß nicht, Eistee. Ja, Leute, es war mir wirklich ein Vergnügen. Es tut mir echt weh, dass jetzt so, na, ich schneide es jetzt nicht ab, aber ich muss jetzt leider zu einem Ende kommen, weil ich die nach uns auch nicht jetzt irgendwie verschieben möchte. Deswegen jetzt wieder der obligatorische Kram zum Ende. Ich danke euch natürlich, dass ihr hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt an diesem Samstag. Gut, ist jetzt nicht so geiles Wetter, wo man noch irgendwie rumhängen könnte draußen vielleicht, aber dass ihr diese Zeit euch genommen habt. Dankeschön, Mann, und gerne wieder. Ey, voll, also ohne Scheiß, voll gerne. Es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Also ich finde, es ist sehr cool, sich mit euch wieder kennenzulernen. So noch mehr kennenzulernen. Noch mehr, auf jeden. Und auch auf eine andere Art, ne? Mit 25.000 Leuten im Hintergrund, die das hören. So. Auf jeden Fall. Und dann nochmal meine 30.000 Leute, die es auf Spotify hören. Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Das habe ich halt auch gedacht. Das war auch für mich jetzt was Besonderes nochmal, weil alle Gäste vorher kannte ich ja schon sehr gut, auch teilweise sehr lange. Und euch kenne ich jetzt gefühlt auch schon relativ gut, weil wir tagtäglich miteinander zu tun haben, aber eigentlich weiß ich von euch ja gar nichts so aus dem Hintergrund, deswegen war das auch nochmal sehr spannend. So, jetzt aber, wir haben es schon 3 vor, ich muss jetzt zum Ende kommen hier. Ich danke natürlich auch fürs Zuhören da draußen, ob nun live gerade oder auch nachträglich auf YouTube, Spotify oder in der Mediathek. Ich habe schon gesagt, alle Folgen könnt ihr natürlich nachhören ab morgen. Hoffe ich mal, dass ich es heute Abend fertig kriege, ist es dann in den jeweiligen auf den jeweiligen Portalen verfügbar. Ja, jetzt schon mal nochmal als weitreichende Ankündigung. Ich habe vor, hier den Podcast langfristig natürlich ein bisschen umzugestalten. Ab 2021 jedenfalls plane ich da ein bisschen großkotzig. Und deswegen jetzt einmal an die Zuhörerschaft. Wenn ihr aus Rostock irgendjemanden kennt, wo ihr meint, der muss mal hier in die Sendung, dann schreibt mir das gerne unbedingt auf, wie gesagt, Twitter oder Instagram. Da bin ich erreichbar, falls ihr da irgendwie, weiß ich nicht, eine Person aus dem öffentlichen Leben möglichst... das wäre ganz großartig. Ich habe natürlich eine Liste, aber warum nicht? Ihr könnt gerne mal was vorschlagen. Das war dann die Folge 5 heute hier.
an diesem Samstag. Wir hören uns wahrscheinlich wieder am 21. November und vielleicht schon wieder mit euch. Ich will es jetzt noch nicht versprechen, aber ich halte es auf jeden Fall nicht für unrealistisch. Also ich wäre auf jeden Fall sehr bereit. Ja. Ja, ich denke, man hat das heute auch gehört, dass wir alle dafür bereit sind. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, ja, dann war es das. Konrad bei Stell mal vor heute mit Valentina und Ludwig. Und wir haben jetzt nochmal einen letzten Song, der leider ein bisschen dann länger geht, aber das ist an dieser Stelle dann einfach mal so. Ja. Ludwig, du hast sehr schöner Song. Ganz spontan noch reingezogen ja. Hier eben. Ja, damit grüße ich natürlich ganz lieb meine lieben Eltern, die gerade zuhören und meine wundervolle Lieblingstante, die auch gerade zuhört. Das ist ein sehr schöner Song. Forrest Gump heißt der Song und ist von Crow. Ich werde immer ein bisschen dafür geflamed, dass ich sage, ich höre Crow, weil man da dann immer so easy und so genau so im Ohr hat. Ne? Aber extrem guter Künstler, macht auch gerade wieder viel neue Mucke und bringt auch demnächst, hoffe ich mal, was raus. Forrest Gump 2017 erschienen, extrem guter Song, beschreibt auf super, super coole Art und Weise seinen Werdegang, so wie er von unten nach ganz oben gekommen ist und gegen alle Erwartungen irgendwie komplett sein Leben geschafft hat nicht geschafft, aber einfach an die Spitze gekommen ist, so, ne? Mit in so jungen Jahren. Also ein sehr cooler Song. Auch sehr, sehr geiler Vibe, sehr geiler Beat, finde ich auch. Super. Bin ich auch mal so ein bisschen gleich. Da gehen alle Lämpchen gleich bei mir an. Das ist sehr, 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 sehr entspannt. Ja, mit diesen entspannten Vibes. Beenden wir jetzt hier, stell mal vor, für diesen Tag, wir hören uns dann wieder in 3 Wochen, weil wir haben jetzt ja eine Woche später gemacht als sonst, also in 3 Wochen schon wieder und dann mal gucken, wen wir hier haben, vielleicht euch beide, vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. Das ist schon November, ey. Genau. Ach Gott. Jetzt aber, adios amigos, es war sehr schön mit euch, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns bald wieder, bis dahin, haut rein, ciao. Ciao. Nicht in See, nein, nein. Das erste Mic gekauft, gleich getauft, schreib es auf. Mit 3-4 Homes rein, anstatt Scheiße bauen. Im unbeheizten Haus, damn, sah das Scheiße aus. Doch es entstand der große Traum in diesem kleinen Raum. Die erste Booth 2006, die erste Crew, Blackbox von klein auf der Chef. Doch tat es nicht für Hype, Frauen und Sex. Hab damals in der Tat nur für den Kreislauf gerappt. Und Papa sagte mir, mach lieber was Solides, irgendwas mit Perspektive statt ausschließlich Kreatives. Doch mein Spiel war nicht wie ihres, durch die Iris sah ich Ewigkeit. Ich wollte leben, weitergehen statt unbeweglich sein. Nein, gefangen im Hamsterrad des Lebens. Rattenkäfig, was ich brauch, kann mir kein Mathe geben. Verließ die Schule mit Gritzel auf dem Test. Wenn ich's jetzt nicht tue, sitze ich mit 70 noch im Nest. Alles auf Risiko, gar nichts hier lief mehr wie gewohnt. Blattende Show, 300 Karten, für uns war's riesengroß. 1500 Tacken und doch gefühlt war es 1 Million. Auf einmal locken alle großen Labels mit Filet Mignon. Aus Feierabend wurde Nachtschicht, aus einfach so wurde Taktik. Aus ich liebe dich, wurde ich hasse dich. Aus am Ende ein neuer Abschnitt. Mama weiß nicht, wo ihr Junge ist. Denn aus Weitsicht wurde Tunnelblick, war die geizig. Die Fam hungert nicht und aus meinem Shit wurde unser Shit. Unglaublich, aus dem V6 wurde ein Raumschiff. Von meinem Kinderzimmer zu einer dicken Villa mit einer übertrieben sicken Aussicht. Langer Run, ich komme an. Bin Forrest Gump, bin Forrest Gump. This sofa, this sunset, this sports car, 600. This girlfriend, view's perfect. Got a mistress, and I know that she knows it. These rich friends, big distance, existent, but not listening.
fucking life.